Schütze heimische Amphibien und Reptilien mit ein paar Klicks auf artenzählen.at. So einfach geht's. Von Frühling bis Herbst kriecht, hüpft und quakt es in Österreichs Gärten. Das ist die beste Zeit, um mit deinem Smartphone im eigenen Garten auf Entdeckungsreise zu gehen. Tagsüber kannst du Reptilien wie die Blindschleiche, die Zauneidechse oder die Äskulapnatter an sonnigen Plätzen beobachten. Amphibien wie den Laubfrosch, die Erdkröte und den Teichmolch kannst du vor allem in und um Gewässer herum finden. Besonders gut sieht man sie in der Nacht und während der Dämmerung. Tierischen Besucher gefunden? Dann bitte einmal klicken. Je mehr Fotos du machst, desto leichter können wir deine Beobachtung der richtigen Art zuordnen. Halte aber genügend Abstand, um die Tiere nicht zu stören. Geräusche kannst du auch per Video- oder Tonaufnahme dokumentieren. Alles im Kasten? Dann ab in die App. Hier meldest du, was du gefunden hast, wie viel davon und in welchem Alter die Tiere waren. Lade deine Aufnahme hoch und bestimme den Ort, an dem du die Tiere gefunden hast. Danach gibt es noch ein paar Fragen zu deinem Garten. Hier kannst du dir helfen, indem du deine Schritte zählst oder Satellitenbilder im Internet suchst. Gebäude oder Parkplätze zählen im Fragebogen nicht zur Gartenfläche. Für alle Fragen gilt, bevor du einen Punkt ganz auslässt, ist es besser einfach zu schätzen. Anschließend werden alle deine Daten anonymisiert und die Daten helfen uns dabei, unter anderem die rote Liste der heimischen Amphibien und Reptilien zu aktualisieren. Deine Beobachtungen werden außerdem im Biodiversitätsatlas veröffentlicht. Viel Spaß beim Forschen!